Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Fußballer müssen sich vor einem Spiel oder einer Trainingseinheit optimal vorbereiten, um Verletzungen vorzubeugen und Höchstleistungen abrufen zu können. Deshalb wollen wir euch heute ein Warm-up-Video präsentieren, das euch dabei hilft, perfekt vorbereitet zu sein, wenn ihr diese Belastungen durchführt. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns. Bis dann. Du beginnst mit dem lockeren Warmlaufen. Wähle dabei ein Tempo, das du ohne zu große Anstrengungen halten kannst, bevor du in die koordinativen Übungen gehst. Bei dieser Übung bewegst du dich jeweils mit zwei Schritten nach rechts und links seitlich versetzt nach vorne. Die Füße berühren sich hierbei nicht. Diese Übung ist praktisch dieselbe wie die vorangegangene, nur dass du dich diesmal seitlich versetzt rückwärts bewegst. Auch bei dieser Übung bewegst du dich wieder seitlich versetzt nach vorne, drehst dabei aber dein Bein aus, um die Adduktoren zu mobilisieren. Die seitlichen Zwischenschritte werden immer in die Richtung gemacht, wohin das Bein ausgedreht wird. Hier mobilisierst du ebenfalls deine Adduktoren, drehst dein Bein jedoch von außen nach innen, um dann zwei Zwischenschritte zu machen. Du versuchst dich dabei gerade nach vorne zu bewegen. Diese Übung ist koordinativ ein bisschen anspruchsvoller. Du rollst deine Füße über deine Fußspitzen ab, um deine Fußgelenke zu mobilisieren. Wichtig ist, einen flüssigen Bewegungsablauf zu schaffen. Diese Übung wird auch Anfersen genannt. Während du läufst, wirfst du deine Hacken Richtung Gesäß. Du kannst dabei deine Hände auf deinen Hintern legen. Bei dieser Übung handelt es sich um den Kniehebelauf. Ziehe deine Knie beim Laufen hoch und nimm deine Arme mit, um dich dynamisch zu bewegen. Diese Übung ist eine Kombination aus den beiden vorangegangenen und koordinativ anspruchsvoller. Während du läufst, ziehst du ein Knie hoch und wirfst die Hacke des anderen Beins Richtung Gesäß. Natürlich musst du die Übung auch andersherum können. Bei dieser Übung springst du so, dass du mit beiden Beinen gleichzeitig aufkommst.
Dann ziehst du ein Knie hoch, bevor du wieder mit beiden Beinen gleichzeitig landest und das andere Knie hochziehst. Achte darauf, deine Arme mitzunehmen. Diese Übung wird auch Sidesteps genannt. Während du die Bahn seitlich abläufst, berühren sich deine Füße nicht. Natürlich solltest du die Übung zu beiden Seiten ausführen. Diese Übung nennt sich Überkreuzlauf und ähnelt den Sidesteps. Du bewegst dich seitwärts und setzt dabei das hintere Bein im Wechsel immer einmal vor und hinter den Körper. Achte darauf, die Arme mitzubewegen und die Übung zu beiden Seiten auszuführen. Bei dieser Übung springst du seitlich versetzt nach vorne und balancierst kurz aus, bevor du den nächsten Sprung ausführst. Du trainierst nicht nur dein Gleichgewicht, sondern auch deine Stabilität im Sprunggelenk. Auch bei dieser Übung balancierst du deine Sprünge aus, die du dieses Mal seitlich ausführst. Du trainierst auch hier deine Gleichgewichtsfähigkeit und deine Stabilität im Sprunggelenk. Achte darauf, immer mit dem hinteren Bein abzuspringen. Auch diese Übung solltest du natürlich zu beiden Seiten ausführen können. Bei dieser Übung schwingst du deine Beine abwechselnd diagonal nach vorne. Achte auf die zwei kleinen Zwischenschritte für den Beinwechsel. Außerdem solltest du das Bein nicht zu stark durchschwingen, um Verletzungen zu vermeiden. Die nächste Übung ist eine Kombination aus Hopserlauf und Armekreisen vorwärts. Hierbei mobilisierst du dein Schultergelenk. Achte darauf, die Arme in einem großen Radius zu kreisen, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Bei dieser Übung machst du einen Ausfallschritt und setzt die Hände auf den Boden auf. Dann drehst du einen ausgestreckten Arm seitlich so weit nach oben, dass du deine Fingerspitzen noch sehen kannst. Idealerweise zeigt dein Arm hierbei senkrecht nach oben. Setze deine Hand wieder ab und drehe dich auch zur anderen Seite auf, bevor du den Ausfallschritt mit dem anderen Bein machst.
Diese Übung ist die sogenannte Raupe und stabilisiert deinen gesamten Körper. Wandere mit deinen Händen aus dem Stand in die Liegestützposition und gehe dann mit gestreckten Beinen so weit wie möglich hinterher. Achte darauf, dass du hierbei nur mit deinen Füßen wanderst. Das Rückwärtslaufen ist eine ganz wichtige Übung, die du beherrschen solltest. Baue den Schulterblick ein, um dich zu orientieren und die Linie zu halten. Bei dieser Übung drehst du dich schnell einmal rechts und einmal links herum und versuchst, nach der Drehung in der Spur zu bleiben. Zum Abschluss baust du einen Steigerungslauf in deinem Warm-up mit ein. Achte darauf, dass du bei der letzten Bahn bei 100% bist. Nun bist du perfekt für das Spiel oder Training vorbereitet.